Hallo, ich bin Silviane Müller von Nothing But Nails. Ich durfte heute eine Neumodellage machen, oder beziehungsweise, das werdet ihr jetzt gleich sehen, ich darf eine Neumodellage machen. Wir haben uns überlegt, Stilettos sollen es sein und ein bisschen schlicht. Das zeige ich euch jetzt. Schlichte Stilettos. Naja. Und das sind unsere schlichten Stilettos. Um die Stilettos zu bauen, muss ich natürlich erstmal die Schablone setzen. Heißt, für den Stiletto muss ich das Ende der Schablone, also das Ende des Nagels, muss auf Höhe der Basislinie sein. Die gesamte Basislinie und das Ende der Archlinie treffen sich quasi auf der Basislinie. Das heißt dann, wenn ich die Schablone ansetze, müssen oben die beiden Flügel von der Schablone, die oben am Finger sind, die müssen quasi übereinander stehen. So wie ihr das jetzt seht. Ich arbeite mit dem Passion 8. Mit Crystal Clear Powder, mit Sweet Pink Cover Powder und ich setze jetzt erstmal eine Clear Spitze, weil ich ja ein, naja, also ein Color Boomer ist es ja eigentlich nicht, es ist eigentlich ein Clear Boomer, also ich arbeite mit Clear die Spitze. So, und ich arbeite mir mit Clear jetzt erstmal schön die Verlängerung. Erstmal bis zum Ende der Schablone. Das ist jetzt ein bisschen dünn, aber ich setze gleich auf jeden Fall noch was nach. Ihr könnt auch erst nur die Verlängerung arbeiten und die dann erstmal pinchen und da drauf dann das weitere Material setzen. Immer schön auf die Seitenlinien achten. Jetzt verstärke ich die Spitze auch mit Clear. Es ging relativ schnell, weil es sehr, sehr warm war im Studio und wir auch noch einen Ventilator laufen hatten. Also man muss immer so ein bisschen mit bedenken, ne, die ganzen Umstände. Und dann das schnelle Aushärten des Materials mit einkalkulieren. Jetzt setze ich hier mit Sweet Pink oben das Nagelbett und lasse es direkt in das Clear auslaufen, weil es sollte ja ein Boomer werden, also quasi ein Verlauf, ein Clear-Verlauf. Clear-Verlauf oder ein Sweet Pink-Verlauf. Und dann arbeite ich nochmal die komplette Form fertig, wieder mit Clear auf der Spitze. Weil ich habe ja jetzt da vorne so eine kleine Wanne, wenn man da von der Seite gucken würde. Und die muss ich natürlich ausgleichen. Schön nach oben laufen lassen und nach unten auslaufen lassen. Und auch hier gilt jetzt wieder, wenn ihr mit Clear arbeitet, Clear setzt sich unheimlich gerne in die Spitze, in den Pinsel
Und man muss einfach zwischendurch öfter den Pinsel sauber machen, weil sich das einfach da reinsetzt. Da kann man gar nichts gegen machen. Wenn sich das Material ein bisschen angehärtet hat, dann nehme ich meine Stiletto-Pinschzange und drücke mir erstmal die Seiten zusammen und dann die Schablone unter dem Nagel und nehme sie weg. Und dann verstärke ich die Spitze nochmal mit Acryl. Das hat mich aber hinterher so ein bisschen geärgert, weil man das sehr gesehen hat. Das, was ich da jetzt reingesetzt habe, vielleicht hätte ich das hinterher mit Gel machen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Aber man kann ja dann die ganze Modellage nicht wieder abmachen. Das wäre ja blöd. Einmal die Pinschklemme für Stiletto vorne an die Spitze und die gerade oben an den Rand. Und dann komplett alle Pfeilschritte einmal durch. Bis auf das, was ihr jetzt gerade seht. Ich fräse einmal von unten die Seitenlinien parallel, dass sie schön gleichmäßig sind. Das ist einfach nur eine Erleichterung. Dann brauche ich das hinterher nicht mit der Feile machen. Ich bin ja sowieso so ein Fräser, Verfechter. Ich werde euch auch auf jeden Fall wieder unten das Feil- und Fräsvideo in der Infobox verlinken. Da habe ich dann nochmal ganz, ganz explizit euch gezeigt und erklärt, warum, was, wie beim Feilen gemacht wird und wo man drauf achten sollte. Und jetzt kommt mein momentaner Lieblingsfräser. Den finde ich so klasse, weil der macht ganz, ganz, ganz tolle, saubere Ränder. Und ich habe so gut wie gar keine Feilarbeit mehr hinten am oberen Rand. Das ist richtig toll. Und dann wird nur noch Finish-Filing gemacht. Fein feilen mit der Handfeile. Da Janine mit den Nägeln in Urlaub gegangen ist, habe ich ihr auch die Spitzen nicht ganz so spitz gemacht, weil sie sollte ja jetzt nicht ihren Freund aufspießen. Mit der Metallfeile werden nochmal die Seitenlinien kontrolliert, dann gehe ich mit dem Buffer nochmal drüber, alle Fallschritte nochmal mit dem Buffer arbeiten, gründlich entstauben. Ganz zum Schluss nehme ich die Hautfetzen weg und gehe nochmal mit meinem schönen neuen Fräser mit der Diamantkugel um die Nagelhaut herum. Und dann der letzte Fräser ist die Ziegenhaarbürste. Und jetzt versiegel ich von unten den Nagel, weil ich ja ein Clear Design habe. Ja, und jetzt beim Versiegeln habe ich halt gemerkt, dass ich das Acryl, was ich da vorne in die Spitze gemacht habe, das sieht ein bisschen doof aus. Hat mich auch ganz schön geärgert. Da braucht ihr ja nichts zu sagen. Weiß ich selber, dass das scheiße aussieht. Ich kann ja sagen, das war so gewollt. Das war so gewollt. Die Kundin wollte das so. Aber was ich sehr schön finde, ist halt dieser Verlauf von dem Sweet Pink zu dem Clear. Ja, und jetzt machen wir noch ein bisschen mit Sensation White und dem Color Powder Monroe. So ein ganz kleines, schlichtes Samtdesign auf dem Nagel.
Und so ist Janine in Urlaub gegangen und die war richtig schön glücklich. Ich arbeite mit Sensation White. Das ist unser neues, altes. Früher gab es das schon mal und dann ist es sehr lange nicht im Programm gewesen und jetzt habe ich es wieder in der alten Qualität. Und damit male ich jetzt. Ich hätte auch Arctic White nehmen können, aber ich wollte jetzt das Sensation White mal nehmen für euch. Einfach nur ein paar Ornamente, ein bisschen schnörkelig, das war's. Und das Ganze dann gleich mit dem Monroe Powder. Das Monroe ist ja so ein weißes Glitzerpowder. Ist auch ganz, ganz toll für Farbverläufe. Das glitzert richtig, richtig schön. 30 Sekunden härten, dann mit der Bürste gründlich drüber. Und dann bin ich fertig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Modellage mit Acryl gearbeitet und der Ventilator lief auch noch die ganze Zeit und deswegen ist das Ganze so mega schnell gewesen. Wenn es euch gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Stellt mir Fragen, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.